René Adler kann jetzt endlich mal über etwas anderes reden als über die Probleme des HSV, denkt er. Denn die Sportexperten aus der Klasse 5C der Hamburger Gemeinschaftsschule Achter de Weiden sind zu Besuch. Zunächst startet alles ganz harmlos. Fußballer zu sein ist bestimmt ein Traumberuf. Lohnt es sich dann auch? Für mich, hast du recht, also für mich war das immer mein Traumberuf. Also ich war ein bisschen ähnlich alt wie ihr, ein bisschen jünger vielleicht noch. Und da war für mich schon klar, dass ich später nur eins werden möchte, und das war Fußballer. In welchem Schulfach warst du ein Ass und in welchem nicht so? Was ein Ass? Also schon lange her. Also ich hatte bis zur 12. Klasse immer gedacht, dass ich relativ gut in Mathe sei. Und hatte Mathe als LK gewählt, aber das hat sich dann natürlich im Nachhinein rausgestellt, dass es nicht so clever war. Lernst du beim Fußball eigentlich auch noch dazu? Natürlich, jeden Tag. Also es ist auch so, dass ich jetzt schon sagen kann, dass der Wechsel zum HSV für mich sehr, sehr wichtig war. Fußballerisch und natürlich aber auch als Mensch, als Person. Doch dann kommen auch die Nachwuchsjournalisten zu den unangenehmen Fragen. Was hast du von Hamburg erwartet und sind die Erwartungen in Erfüllung gegangen? Na, ich habe schon ein paar mehr Siege zum Anfang erwartet. Das wäre schön gewesen. Insofern sind sie nicht in Erfüllung gegangen. Ich habe gedacht, ich war davon überzeugt, dass wir gegen Nürnberg mit einem Sieg starten und dass wir dann auch in Bremen nachlegen können. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Das ist hätte, wenn, aber das bringt uns nichts. Wir spielen jetzt gegen deutschen Meister am Wochenende und das wird nicht weniger schwer. Glaubst du, dass es an den Schiri liegt, dass es nicht so gut läuft? Nein, also ich bin generell kein Mensch, der gerne so Ausreden sucht. Also es liegt schon an uns, ne? Wir sind die Leute, die auf dem Platz stehen und die hinten in der Abwehr zu viele Fehler machen und vorne zu viele Torchancen liegen lassen. Trotz der knallharten Nachfragen hat René Adler der Nachmittag Spaß gemacht und den Schülern natürlich auch. Nein. Ich möchte auch noch mal. Oh, das stimmt. Ey, Ben, lol.